noch einmal herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie gemeinsam mit Herbert Prohaska und mit Roman Melich. Ja, eine Szene wollen wir Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten. Batshuayi hat sich anscheinend versucht, selbst K.O. zu schießen. Sieht man auch nicht alle Tage. Oh. Ja, aber hat noch einen Kopf dort draufgelegt, als eigentlich 2:0. Ja, ich sage euch was, wenn mir das passiert, ist eh schon missgeschickt genug, aber dann, so weh kann es mir gar nicht tun, dass ich mich nachher hingreife. Da mache ich so, als wäre nichts gewesen. Da renne ich unter Schmerzen weiter und mache so, als wäre eh nichts passiert. Bis in die Kabine. Ein Wahnsinn, wirklich, ein Wahnsinn. Lachst du dabei? Ja, wirklich, und ich sehe nichts, weil lustig. Zum ersten Mal hat England in der ersten Hälfte in einem WM-Match 5 Tore geschossen. Harry Kane mit 4 Toren, jetzt mittlerweile ex aequo mit Cristiano Ronaldo und auch mit Romelu Lukaku. Also das, was die Engländer bisher jetzt gezeigt haben bei dieser WM, ist das deiner Meinung nach schon ein bisschen über den Erwartungen? Nein, man muss auch... Nein, das würde ich nicht sagen. Die Engländer haben eine gute Qualifikation gespielt. Ich denke... Ja, Herbert hat sich verschluckt. Jetzt. Danke. Danke, besser. Okay, ich glaube, wir machen eine Pause, damit sich der Herbert erholen kann. In Kürze geht's weiter bei Michael Bacher. 5:0 für die Engländer. Gut, dann freuen wir uns auf die Achtelfinalspiele. Wie gesagt, 15.30 Uhr geht es am Samstag los. Das erste Spiel ist, so habe ich es nicht von mir, habt ihr es hier irgendwo? Erste Achtelfinale. Frankreich gegen Argentinien, Dankeschön an die Regie, Frankreich gegen die Argentinien in ORF 2. Was die Tore anbelangt, wir haben bislang 82 Treffer gesehen bei dieser Weltmeisterschaft. Und aha, okay, schauen wir uns am nächsten Mal die Tore nach den Spielminuten an, wann die Tore gefallen sind. Und da, okay, doch wieder das andere Insight, gut. Also 31 Spiele, 82 Tore, das ist ein Schnitt von 2,65. Das ist knapp unter jenem Schnitt nach der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft 2014. Wenn ich was herzeigen darf, Rainer? Ja, gerne. Roman? Was Sie gut machen, was Sie gut... Hoppala. Bumm. Bumm. Ganz schön groß. Ja, zu groß, zu groß. Muss kurz zurück. Lass kurz nochmal fahren. Schaut dann so aus. Ah. Mertens lässt den Ball durch die Beine. Das ist richtig gutes Spielverständnis. Bekommt den wieder serviert und holt dann den Elfmeter raus. Also was sie haben, ist hohe Flexibilität im Zentrum, Passsicherheit. Tricks als zu sehen gewesen in der Gruppenphase. Mhm. Dieses Passspiel, dieses Angriffsspiel hat ein bisschen besser funktioniert als jetzt da bei dir. Ja, das stimmt. Hoffentlich geht es in dem Spiel nicht so wie mir jetzt gerade. Ja. Gratuliere übrigens dir, dass du erraten hast, das Ergebnis von Brasilien gegen Mexiko. Ja, aber es ist ja meistens so. Ja, na gut. So. Wir werden eine Messe zelebrieren. Er weiß nur manchmal nicht, wer spielt. Ja. Das ist ja so schwierig. Das hat er sich auch nicht verdient. Wie geht es aus heute? Was glaubt ihr? 3:0 für Belgien. 2:0 für Belgien. Also das Beispiel von Roman war wirklich großartig. Konntest du auch zweite Halbzeit Danke beobachten, sehr, dass sie... Ja, Mikkel. Ja, jetzt sitzt auf, bitte. Los, das ist... Ja, der erste Arme geht schon. Geht schon. Ausnahmsweise, ja. In der 94... Und wer macht es jetzt? Ganz kurz. Keine Antwort, gut. Das sind normalerweise diese Bälle, die musst du als Torjäger verwerten. So ist es. Herbert Prohaska Gedenkpass. So hast du durchgesteckt auf Nilaschi, Trabitz. Danke. Ja, ist gut, so. Gut, ja. Wir wünschen noch einen schönen Abend und... Laku Notch. Das war's aber hier jetzt aus dem WM-Studio. Meine Herren, ich bedanke mich sehr herzlich für... Danke sehr. Eure wir bedanken sich auch bei dir. Wir danken sich auch. Lieber Bernie. Weißt du? Na, also ich wünsche euch noch viel Spaß heute im Club und noch einen Danke schönen vielmals. Sonntagabend. Danke.